Abend, liebe Gartenfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal einen Gartenrundgang in 360 Grad. Für die Leute, die es noch nicht kennen, ihr könnt euer Handy rumbewegen und ihr könnt damit auch die Kamera bewegen oder mit dem PC einfach nur die Maus hin und her klicken, also draufklicken und dann bewegen. Könnt ihr mal einen Test machen, nach links oder nach rechts gucken. Da könnt ihr euch alles angucken. So, ich mache ja dieses Jahr, also ich versuche zumindest, immer zwei Gartenrundgänge zu machen. Einmal in 360 Grad für diejenigen, die auch eine 360 Grad, also so eine VR-Brille haben. Eine coole Sache, die kann man aufsetzen und dann hin und her gucken, als wenn ihr bei mir im Garten wärt. Ja, also wie gesagt, zwei Gartenrundgänge. Mal gucken, ob ich es auch alles hinkriege. Ist natürlich viel Arbeit. Wir fangen einfach mal an. Und zwar befinden wir uns jetzt hier gerade in meinem 12 Meter Gewächshaus. Für die, die nicht wissen, wie lang es ist. Es ist 12 Meter lang, 3 Meter breit und 2,20 Meter hoch. So. Wir können mal ganz vorne anfangen. Ich nehme euch mal mit. Es hat gerade übrigens geregnet. Das sind meine Haare auch so nass. Also guckt mal hier. Hier habe ich unter anderem Zwiebeln. Die habe ich ja schon im Februar gesteckt. Und hier ist noch Lauch. Der wird dann irgendwann mal vereinzelt und kommt dann rüber ins Beet. Ja, diese Lauchzwiebeln, die kann man jetzt hier super ernten. Ich habe die eigentlich nur dafür angebaut, um sie halt roh, also hier roh zu essen, also diese Schluppen auf eine Stulle oder einfach so als diese, man sagt ja Piepen dazu, zu diesem Zwiebellauch hier, die im Ganzen zu essen. Eine tolle Sache, wie ich finde. Natürlich wachsen auch noch Zwiebeln draußen, die werden dann alle richtig schön groß. Aber die sind hier nur zum Frischverzehr und ja, also als grün. Ja, die kann ich jetzt auch alle fast ernten. Haben eine tolle Qualität, ohne Maden. Ja, ist ganz wichtig. Hier im Gewächshaus hat man sowieso nicht das Problem mit Maden. Die Tür ist zwar offen, aber ihr seht, hier sind keine ollen Zwiebelfliegen, auch ohne Netz. Die ganzen Zwiebeln, die ich draußen habe, habe ich alle geschützt mit Netz. Aber ihr seht hier, schön weiße Zwiebeln, knackig. Hört mal, so muss das sein, ja. Dann gehen wir weiter. Genau, auf der anderen Seite, ihr könnt euch ja drehen, wie gesagt, haben wir hier den Eisbergsalat. Der wächst auch super, ja. Da hinten meckern ein paar rum, die haben ein paar Probleme, aber hier vorne, die sehen ja alle super aus. Hier haben wir übrigens einen Kopfsalat. Einen ganz normalen, den klassischen Kopfsalat. Hier schon überall meine kleinen Tomatenpflanzen. Ich bin dieses Jahr ein bisschen später dran, aber die holen locker auf. Die werden eh erst in ein bis zwei Wochen gepflanzt. Mal gucken, wie die Eisheiligen dieses Jahr sind, ob da irgendwelche kommen. Wenn ich mir sicher bin, werden sie alle draußen gepflanzt. Die kommen alle ins Freiland, also mit Überdachung. Aber ich versuche auch dieses Jahr mal wirklich im Freiland ohne Überdachung. Mal gucken, ob es klappt. In den letzten Jahren waren ja so trocken, da könnte es auf jeden Fall funktionieren. Und dann haben wir hier noch Pak-Choi, der muss noch vereinzelt werden, sonst wird er in Kürze schießen. Gucken wir einfach mal. Dann hier noch viele Jungpflanzen. Schon die ersten Chili-Pflanzen habe ich hier gepflanzt. Hier noch Tomaten, da haben wir Tabak und noch mehr Tomaten. Physalis, Zitronengras. Hier noch Blumen vorgezogen, werden alle jetzt demnächst umgepflanzt, da nochmal Tabak, Tomaten. Ja, hier habe ich noch so ganz kleine Mini-Chilis von Manu. Liebe Grüße an der Stelle, die kommen in Töpfen, weil die wirklich nicht so groß wären. Die wären nur einen halben Meter hoch, höchstens mit hunderten Früchten. Hier haben wir den Spinat entfernt, habt ihr ja im letzten Video gesehen. Und da stehen jetzt Paprika und Chili gemischt. Hier habe ich noch zwei Pepino-Pflanzen. Nur die stecken wir jetzt mal hier rein. Ihr seht natürlich hier den großen Mangold, darunter noch ein paar Jungpflanzen, Kürbisse und Zucchinis. Der wird jetzt auch bald rauskommen, weil der geht jetzt auch in Blüte. Der ist gut 1,20 Meter, 1,50 Meter fast hoch her. Also eine Riesenpflanze, kann man natürlich immer noch beernten, wenn man will. Aber ich habe genug Mangold gegessen die letzte Zeit. Ja, hier seht ihr nochmal einige Salate, nochmal eine andere Sorte. Und zwar haben wir hier den Maikönig, den klassischen, wenn ihr den kennt. Und hier nochmal den normalen Kopfsalat. Ich habe mir ein paar geerntet. Ihr seht also, das Video ist das Video ist kurz nachdem den anderen
kurz nachdem ich den anderen Gartenrundgang beendet habe, entstanden. Aber ihr seht, richtig, richtig tolle Salatköpfe, ja, kann man echt nicht meckern. Also dieses Jahr kann man da echt zufrieden sein. Im letzten Jahr hatte ich auch Glück, hat alles super funktioniert. Der Spinat, der noch übrig war, habe ich auch geerntet, der kommt auch nach Hause. Wenn ihr euch für Spinatrezepte interessiert, ich habe schon mal so ein kleines Spinatrezeptvideo gemacht, kann ich ja euch da oben verlinken. Ja, oder guckt einfach mal durch die Videobeschreibung oder was weiß ich was. Hier noch mehr Maikönige. Ja, hier, da, zack, zack, zack. Schon die ersten Paprikapflanzen gepflanzt. Hier ist noch eine wild aufgegangene Kartoffel aus dem letzten Jahr. Die hat sich irgendwie heimisch gemacht. Jedes Jahr kommt die irgendwie wieder. Dahinter wachsen Karotten. Ich versuche das erste Mal im Gewächshaus so Mini-Karottchen zu machen. Also sollen eigentlich Fingermöhren sein. Ich mag auch so ganz kleines, junges Gemüse. Mal gucken, ob es denen hier irgendwann mal zu warm wird im Gewächshaus. Da müssen wir noch ein paar rausziehen, weil die dürfen nicht zu eng stehen, sonst geht es sowieso in Blüte. Aber die wachsen wesentlich schneller als draußen. Ihr seht's bei mir, die anderen Karotten sind alle sehr klein noch, also vielleicht 5 mm gerade mal. Die hier bilden schon langsam kleine Rübchen aus. Hier noch mehr Paprikapflanzen. Gehen wir mal rüber zu meinen Kartoffeln. Das sind hier meine Spargelkartoffeln. Ja. Die wurden auch im Februar gesteckt. Und ihr seht, die gehen jetzt fast in Blüte. Hier sieht man schon die Blüte. Die kommt zu langsam. Und wenn die Blüte kommt oder die Blüte durch ist, dann sind die Kartoffeln ungefähr so groß. Und Entschuldigung, dann sollten die Spargelkartoffeln auch fertig sein. Ihr wisst ja, Spargelkartoffeln sind sehr frühe geerntete Kartoffeln. Ist keine spezielle Sorte, sondern die werden einfach sehr früh geerntet. Da ist die Schale noch sehr dünn. Also richtig gute Pellkartoffeln. Und ich möchte ja mit Manfred, meinem Nachbarn, der wohnt da 50 Meter nebenan, der hat Spargel, mit ihm Spargelgericht kochen, wieder draußen. Ich bringe die Kartoffeln mit, er hat den Spargel und der andere Nachbar, Gutschmidt, der hat Eier. Und alles zusammen gibt dann ein schönes Spargelgericht, was alles hier in den 50 Metern Land entstanden ist. Das finde ich eine tolle Sache. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja? So, hier haben wir noch mehr Kartoffeln. Bin echt gespannt. Draußen sind die gerade mal so groß, werdet ihr aber auch gleich sehen. Hier noch mehr Mangold, Karotten nochmal und den Rest haben wir ja schon gesehen. Gehen wir mal raus. Übrigens sind hier überall Wespennester, hier zum Beispiel. Das sind so Feldwespen und die sind jedes Jahr hier. Die bauen uns gerade wieder ein neues Nest, sieht man da oben. Und das können sie ruhig machen. Hier ist auch nochmal ein kleines drin. Ja, sollen sie machen. Mich stören die nicht. Mich hat noch nie eine gestochen und das ist auch gut so. Ja, gehen wir mal weiter. Hier zum Beispiel hier meine Maulbeerhecke. Ja, die treibt jetzt aus. Mal gucken, wie die austreibt. Vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen beschneiden oder so. Aber ich gucke erstmal, da soll hier eine Hecke entstehen, wo dann später auch kleine Maulbeeren dranhängen. Mal gucken. Ihr seht, ist alles nass. Es hat ja auch gerade geregnet. Hier wachsen übrigens, wie heißen sie, Johannisbeeren, 3 Sträucher. Das Gelbe ist blühender Kohl. Die Bienen sind da richtig wild nach, ja. Die Pflanze hier drüben ist übrigens Beifuß. Da lasse ich immer eine Pflanze stehen, die kann gut genutzt werden, wenn man jetzt Entenbraten macht oder so. Und hier drüben haben wir natürlich noch den Apfelbaum, ist ein Green Ontario, dahinter ist eine Goldpermene. Und hier sind die Kartoffeln, die ich dieses Jahr schon gepflanzt habe. Die kommen jetzt auch alle raus. Ja, hier ganz klein sind sie noch. Aber sieht gut aus. Also hier drüben war es ein bisschen trockener, aber da kommen auch schon die ersten. Alles gut. 3 Sorten, Toskana, Andretta und wie heißt die andere? Eine rotschalige auf jeden Fall. Romana, glaube ich. Ramona, so ist richtig. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Kamera nicht nass wird. Die ist nämlich nicht wasserdicht. Ja, die anderen Beete hier sieht man kaum was, aber hier wächst rote Beete. Hier kommt Karotte eine Reihe und eine Reihe
Koriander. Hier ist schon ganz gut am Kommen der Rucola. Daneben die Erbsen sind spärlich aufgegangen, aber es sind genug aufgegangen. Daneben sind Radieschen nochmal unter Netz. Netz, dass die Maden wegbleiben. In der Mitte nochmal eine Reihe, wie heißt es, Pastinake. Pastinake wächst sehr langsam. Die Karotten, sage ich schon, die Radieschen kommen dann irgendwann raus und dann kann die in Ruhe weiter wachsen. Also zwei Kulturen auf ein Beet. Hier auch nochmal rote Beete, aber eine lange. Die Sorte ist übrigens rote Rüben, ja, die ist von Sperli. Hier haben wir nochmal Karotten, zwei Reihen. Sind auch sehr gut aufgegangen. Viel zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Ihr seht, viele Beete sind überhaupt noch nicht bestückt oder noch nicht bearbeitet. Ich kann das auch alles ein Stück um Stück machen. Aber wir haben noch Zeit. Hier haben wir noch einen Doloroso-Salat. Sechs Stück an der Zahl. Dahinter noch mehr Korbsalate, die kommen noch später. Hier noch ein paar Fenchelpflanzen. Hier vorne haben wir Brokkoli unter Netz. Wie viele Pflanzen? 6 oder 7? Hier habe ich schon mal ein Bohnengerüst aufgebaut. Da kommen dann hier die Meterbohnen in Rot und in Grün hin. Hier haben wir den Salbei. Der wurde runtergeschnitten, treibt jetzt neu aus. Es werden riesige Büsche werden. Ja, hier haben wir Petersilie ausgesät, ist auch gut gekeimt. Da unter Netz Dill, daneben Schnittlauch. Hier wächst Pak Choi vereinzelt. Und daneben Mangold in 3 Farben, der keimt auch gerade, sieht man aber kaum was. Hier vorne haben wir Zwiebeln, ein ganzes Beet voll. Dahinter sind Gladiolen, die kommen noch erst raus, also dauert noch ein bisschen. Hier unter Schnittsellerie, also Stangensellerie. Hier vorne kommt ein Beet mit Mais. Das sind 2 Sorten. Da kommen irgendwann noch Kartoffeln raus. Vielleicht lasse ich sie stehen, mal gucken. Und hier drüben, wo jetzt noch alles voller Beikraut ist, da kommt Tabak hin. Hier eine ganze Bank Knoblauch, der wirklich gut wächst. Also da bin ich echt zufrieden mit. Wir können mal kurz mal runter gucken. Also da kann man echt nicht meckern. Die haben jetzt eine schöne Dicke schon. Die Blüten kommen bestimmt auch schon bald. Ja, und am Anfang hat er ein paar Probleme gehabt, aber jetzt geht alles gut. Es war ja auch sehr trocken. Also wir hatten ja die letzten 3, 4 Wochen keinen Regen. Jetzt hat es mal richtig schön geregnet und jetzt geht es richtig ab hier. Ich sag's euch. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Sieht nicht herrlich aus, ey. Hier ist übrigens ein Erdbeerbeet. Im letzten Jahr schon im Stand und wie lange haben wir eigentlich schon? Mal kurz gucken. 13 Minuten. Hier ist ein Erdbeerbeet entstanden. Abgedeckt mit Netz. Warum? Weil hier überall Rehe sind und die Rehe fressen das gerne mal ab, alles hier. Also muss geschützt werden. Gemulcht mit Stroh. Daneben ist ein Blumenbeet, Zinien und wie heißen sie? Zinien und Löwenmäulchen, so, hier oben alles voller Dahlien, ein ganzes Beet voll. Ich liebe Blumen, das ist immer ganz wichtig für mich. Hier oben ist ein Beet entstanden, was überhaupt noch nicht bearbeitet wurde, aber kommt noch, da kommen dann wahrscheinlich Karotten rein oder vielleicht mal auch dieses Jahr mal Zucchinis, mal gucken. Hier oben ist das Pilzbeet, wo jetzt auch schon die ersten Pilze kommen. Ich habe ja gesagt, Anfang Mai werden die so kommen und hier sind sie, also die ersten Austernseitlinge. Es hat ja jetzt wirklich mal durchdringend geregnet. Also hier wird alles voller Pilze werden, hoffe ich zumindest. Im letzten Jahr war es ja auch so. Im Mai habe ich da ein gutes Kilo runtergeholt. Entschuldigung. Geh mal rüber. Ja, hier, das Beet habe ich eigentlich mit Minze bepflanzt, weil hier oben kommt nicht so viel Licht hin, weil die Hecke hier auch im Weg ist. Aber kann ruhig alles voller Minze wachsen. Hier haben wir die Feige, die jetzt auch austreibt, also die ist ja einer der letzten Bäume, die irgendwie austreibt. Hier nehmen noch Knoblauch, Schwertlilien ringsherum und hier sind alles voller Lilien, also die großblütigen. Die kommen jetzt auch alle raus, die werden aber erst im August blühen, schätze ich mal. Hier haben wir noch mehr Spinat. Der andere ist heute geerntet worden komplett und der wechselt hier schon wieder nach. In 1 bis 2 Wochen kann man ihn auch ernten. Dann haben wir hier die dicken Bohnen, die sind dieses Jahr wirklich super gekeimt.
habe ich noch nie so Glück mit gehabt, aber vielleicht dieses Jahr, gucken wir mal. Hier haben wir noch Liebstöcke, hier. Liebstöcke und hier haben wir den Salber, den ich nicht runtergeschnitten habe. Der ist jetzt nochmal richtig ausgetrieben, also ob es besser ist, ob man den stehen lässt, nicht zurückschneidet. Kurz, meine Kamera ist nass geworden. Das sollte nicht passieren. Entschuldigung. Ja, ist halt nass alles hier. Ja. Hier haben wir noch die Johannisbeeren. Ist eine rote Sorte. Die habe ich übrigens aus Stecklingen gezogen. Und jetzt im zweiten Jahr bringst du mal ein bisschen Früchte hier. Ja. Hier oben kommen die Kürbisse wieder hin. Müssen wir sauber machen. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Hier habe ich übrigens Topinambur gepflanzt, eine ganze Reihe. Kräuterbeet. Sieht auch soweit gut aus. Ja, weiter. Hier haben wir noch mehr Zwiebeln. Zwiebeln sind wichtig für mich. Wir haben dann noch Mixkohl, roter Kohlrabi, Brokkoli, Romanesco und Blumenkohl auch noch. Alles gemixt. Eine Reihe dazwischen ist Bohnen. Ich habe schon die ersten Bohnen gesät. Mal gucken, ob die auch keimen. Ja, hier haben wir ja auch die ganzen Kohlpflanzen. Das sind 36 Stück. Also Romanesco, Brokkoli und Blumenkohl. Alles 12 Stück. Wird ein riesen Kohlbeet. Hoffentlich wachsen die auch alle so gut, wie ich das mir denke. Ja, weil da war noch nie Kohl. Hier oben kommen dann irgendwann die Tomaten hin. Wie gesagt, aber erst wenn es ein bisschen sicherer ist, ob die Eisheiligen kommen oder nicht. Hier haben wir auch ein Pilzbeet. Hier wächst aber noch nichts, außer ein Shiitake-Pilz. Ich hole mal ein bisschen runter. Der kommt jetzt hier raus. Das ist das braune hier. Das ist ein Shiitake-Pilz. Und ich denke, in den nächsten Tagen oder Woche, da werden hier viele, viele Pilzsorten wachsen. Hier sind drei Pilzsorten innerhalb Stämme eingegraben. Also Limonseitling, Rosenseitling und Shiitake. Hier sind noch ein paar Erdbeerpflanzen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Hier haben wir noch ein paar Fenchelpflanzen. Hier, die wachsen auch gut. Hier war vorher gar kein Beet. Hier habe ich einfach die ganze Zeug aus dem Gewächshaus reingekloppt und ein bisschen Erde rüber. Also so ein Kompostbeet, wenn man so will. Ja, und Frosch, hier ist ein Frosch. Hier ist ein Frosch. Da ist er. Haha, ist ja lustig, oder? Seht ihr den? Was hast du denn hier? Komm her. Upsa. Oh ja, was machen die Frösche hier? Ja, bei mir im Garten ist der einzige Ort, wo es ein bisschen feucht ist, wenn es jetzt so trocken ist. Und da kommen die Frösche gerne her. Ist ja lustig, oder? Ja, lassen wir mal in Ruhe. So. Ja, meine Freunde, das soll schon gewesen sein mit diesem kleinen Gartenrundgang. Ihr seht, der Garten, der wächst immer weiter und es geht Stück um Stück voran. Wir haben dieses Jahr noch viel vor und guckt euch mal diesen schönen Sonnenuntergang an. Das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, ich liebe diese frische Luft und diese wirklich tolle Atmosphäre hier. Also ich bin echt froh, hier zu leben. Kann man nicht anders sagen. Ich bin hier echt im Paradies. Ja, kann man echt nicht anders sagen. So, jetzt sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Gemüsekoch Martin. Abonniert mich gerne, wenn ihr Lust habt. Unterstützt mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch auch einen tollen Tag, Abend, wie auch immer. Bis bald. Ciao.